Hi Leute, ich hoffe, ihr habt gleich weitergeklickt auf den Links im zweiten Part. Hier ist der zweite Part. Es gibt Museen, wie sagst du, den Norton Simon Museum, beziehungsweise den LACMA und auch ein sehr besonderes Museum, den Jurassic Technology Museum. Fangen wir gleich mal an. Ja, beginnen möchte ich hier mit dem LACMA, dem Los Angeles County Museum of Arts, also das im Prinzip das städtische Kunstmuseum, das 1910 gegründet wurde. Hier finden wir über 1 Million Werke, die sich von der Antike bis in die Gegenwart strecken. Vor allen Dingen bedeutend sind hier Sammlungen aus der asiatischen Kunst, der amerikanischen Kunst, aber auch der islamischen Kunst. All das präsentiert sich hier über eine Gesamtfläche von 81.000 Quadratmetern. Das Norton Simon Museum befindet sich in Pasadena und ist eine Institution, die von den Industriellen und den Kunstmäßigen Norton Simon gegründet wurde, deswegen natürlich auch der Name. Das Museum entstand aus dem alten Pasadena Art Museum, das in den 1970ern in starke finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Glücklicherweise suchte zur selben Zeit Norton Simon nach einer Räumlichkeit, wo er seine private Kunstsammlung ausstellen konnte, und so kam man dann überein, dass man doch die beiden Sammlungen fusionieren lassen könnte und so ein neues Museum hier schuf. Nichtsdestotrotz finden wir hier eine sehr wunderschöne Sammlung, die auch über eine sehr lange Zeit reicht. Wir haben hier Werke aus dem Mittelalter, beziehungsweise auch Werk der Renaissance-Künstler und der Künstler des Expressionismus sowie der modernen Kunst vertreten. Hinzu kommen noch verschiedene Werke der Sammlung von Norton Simon selbst, der sehr viel aus der asiatischen bzw. hinduistischen Kunst gesammelt hat, angekauft hat, und wir so ja auch von der archäologischen Seite im asiatischen Raum sehr bedeutende Stücke vor uns finden. Ja, und zum Schluss haben wir noch ein sehr besonderes Museum uns angeguckt, The Museum of Jurassic Technology. Ein Museum, was, wie ich finde, ein Kuriositätenkabinett sehr gleicht. Es wurde 1989 von David Wilson gegründet, mit der Idee, eine Hommage an das Museum als Einrichtung selbst zu kreieren. Es ist ein einmaliger Rundgang, der Geist und Verstand immer wieder aufs Neue verblüfft. Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommt, euch LA anzugucken, geht in das Museum. Es befindet sich auf dem Renaissance Boulevard in Glover City und es ist definitiv ein Besuch wert. Ja, somit ist auch der zweite Part zu Ende. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, der befindet sich hier unten. Klickt da auf jeden Fall durch. Wenn nicht, da oben ist auch nochmal das Video zur Anreise, wo ich auch ein bisschen was erzähle, warum die Videos jetzt erst nach der Reise kommen. Ihr seht, ich bin ja wieder zu Hause. Ansonsten, wie immer, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert, mir so eure Unterstützung zukommen lässt. Den Daumen könnt ihr mir auch nach oben geben, da weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ansonsten, unten sind auch noch ein paar tolle Dinge. Ihr habt die verschiedenen Links zu den Homepages der Videos.
Ihr habt einen Kommentarbereich, wo ihr euch gerne auslassen könnt. Und somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.